Was geht ab? Hier ist Number One Dala. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu Call of Duty Black Ops 3. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr zwei Spezialistenfähigkeiten herbekommen könnt und die natürlich auch einsetzen könnt. Aber erstmal an dieser Stelle erstmal ein fettes Dankeschön, weil bei dem vorigen Video, wo ich gefragt habe, wollt ihr es sehen, gab es so viele Daumen nach oben, wo ich gedacht habe, ich hau das Video jetzt einfach schon mal raus, statt morgen oder übermorgen. Ist das nicht ein Deal gewesen, Leute? Auf jeden Fall. Ihr habt es verdient. Ihr seid die aktivste Community ever, ever, ever. So, zuallererst gehen wir einfach mal zum Klassen-Editor. Schauen uns einfach mal das zusammen an bei Sekundär. Und was uns auffällt, wir haben noch sogar hier Nahkampf und Spezial, aber bei Werfer ist noch kein Granatenwerfer da. Das heißt, wir müssten das zusammen glitchen und das werden wir jetzt auch machen. Wir verlassen einmal den Klassen-Editor, sind wieder in diesem Menü drin. Es ist völlig egal, ob ihr im Multiplayer-Menü seid oder hier bei eigenen Spielen im Menü seid. Wenn ihr diesen Glitch hier durchführt, könnt ihr dann zum Multiplayer wechseln und dort bei Klassen-Editor diese Varianten einstellen, was wir jetzt hier bei eigenen Spielen machen. Auch andersrum. Es ist freigeschaltet. Was wir machen müssen, ist einfach. Wir drücken jetzt Dreieck, dann steht hier Sozial, Party verwalten, drücken D-Pad nach links zu euren eigenen Namen. In diesem Fall Blueberry 1991, mein Name, auf euren eigenen Account. Drückt X, dann bei Kampfhistorie und dann drücken wir wieder D-Pad nach links bei Kampagne. Darauf müssen wir achten, auf was? Wir müssen auf 1 achten, dass wir Level 2 sind, um diese Kampfhistorie Kampagne auszuwählen oder wiederum die Kampagne, das Kapitel 1 zu Ende abzuschließen. Es ist ganz wichtig, mit ein paar Waffen zu schießen. Wenn wir diese ganzen Sachen bei Kampagne gemacht haben, dann können wir erst diesen Glitch starten. Wir starten jetzt einfach. X, dann zum Beispiel hier bei Waffen gehen wir zuallererst drauf und wir können schon sehen, Kuda 206 Abschüsse. Wie gesagt, ihr müsst damit auch killen erstmal. Und dann scrollen wir bis nach unten. Das zweite ist bei Ausrüstung. Dort scrollen wir wieder mal bis nach unten. Und bei dem letzten Fenster bei Kampf scrollen wir auch wieder mal bis nach unten. Haben wir alle drei Fenster dies gemacht mit dem Runterscrollen, haben wir diesen Glitch schon vollständig erfüllt. Verlassen wir dies einfach mit Kreis, gehen wieder mal bei Klassen-Editor, gehen wieder mal auf Sekundär. Und was uns jetzt auffällt, die beiden anderen Varianten oben für R1, R1 gibt es wieder mal nicht. Sondern bei Werfer gibt es jetzt die Kriegsmaschine auszuwählen. Diese Kriegsmaschine wählen wir einfach mal aus, die steht da immer. Dann haben wir hier bei Sekundär die Hitzewelle. Das ist die erste Spezialistenfähigkeit, die wir schon mal drin haben. Aber jetzt müssen wir noch die zweite auswählen. Und dafür gehen wir einmal zum Spezialisten rüber und dort gucken wir einfach mal hier erstmal vorne an. Bei den Ruinen, bei der Kennung von den Spezialisten und Schwerkraftstacheln. Das geht, Übersteuerung geht dennoch nicht. Wie zum Beispiel hier den Sperber mit dem Bogen, das geht. Mit dem Sichtpuls, das geht wiederum nicht. Und so weiter und so fort. Das erste geht, das zweite geht nicht. Das erste geht, das zweite wiederum nicht. Und bis zum Schluss hier bei Flammenwerfer, der Reiniger, das geht. Und Hitzewelle natürlich nicht. Bei Hitzewelle habt ihr das schon als erste Spezialistenfähigkeit drin. Habt ihr ja eben gesehen. Und wir wählen jetzt einfach Sense aus. Also wie gesagt, immer nur das erste geht von den ganzen Charakteren, von den Spezialisten. Und das zweite geht wiederum nicht. Nur, dass ihr das Bescheid wisst. Wir starten jetzt einfach mal hier eigene Spiele. Wir sehen uns gleich bei eigene Spiele drin mit meinen Kollegen zusammen. Und werden dann die Flagge einnehmen, ausnehmen in einem schnellen Durchgang. Weil ich habe ja hier bei Spiele einrichten, bei Spielregeln bearbeiten, Herrschaft erweitert. Hier zum Beispiel Einnahmezeit eine Sekunde gemacht, weil wir wollen ja das direkterweise sehen. Dann sehen wir uns gleich, haut da rein, bis gleich in dem Spiel selber. Zurück zu dem Spiel, Ladies and Gentlemen, endlich angekommen nach dem Ladezeit. Immer, das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, den Ladebalken, den kennt ja jeder. Sondern wir zeigen jetzt nur externe, extreme Informationen dazu, was ihr jetzt machen müsst und auf was ihr achten müsst. Also, ich habe im Moment Hitzewelle drin. Und mein Kollege zum Beispiel auch. Aber wenn mein Kollege jetzt diese Klasse zum Beispiel hier mit Hitzewelle auswählt, hat er ein tierisches Problem. Weil er wird dann gefreezed, er wird dann aus der Lobby gekickt und ist dann im Hauptmenü drin. Vom Multiplayer oder von den eigenen Spielen. Das will er nicht. Deswegen wählt er erst eine andere beliebige Waffe aus, wo keine Hitzewelle bei Sekundär steht. Und wenn er dann tot ist, von einem Gegner getötet wird, dann wählt er dann hier Sekundär Hitzewelle aus. In diesem Fall bei mir zum Beispiel geht es auf Anhieb, keine Ahnung warum, bei ihm ist es anders. Es kann natürlich bei euch auch so sein, dass bei euch das auch auf Anhieb klappen kann und wiederum nicht. Deswegen macht er jetzt einen Selbstmord, wie ihr auch auf der linken Seite es lesen könnt.
weil er hat einen Fehler, wenn er dies sofort auswählt. Und wir gehen jetzt zusammen hier in die Mitte zu B. Und dort habe ich ja eben die Einstellung getroffen, dass wir die Flagge eine Sekunde einnehmen, weil es schon echt lange dauert, um zu zeigen. Und ich will das erst echt nicht schneiden. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir wählen das gegenseitig aus. Und wie ihr schon sehen könnt, Hitzewelle habe ich jetzt schon drin. Mein Kollege muss es aber erst noch machen. Wir können natürlich erst die Option verfügbar machen. Das heißt, wir benutzen erst die Hitzewelle. Oh, ich muss erstmal raus. Entschuldigung. Erst Hitzewelle und dann die Sense. Das geht natürlich. Oder wir wählen zuallererst die Sense aus und dabei Hitzewelle. Ihr könnt es selber entscheiden, selber frei gestalten. Probiert es einfach mal selber aus, auch mit den anderen Varianten. Zum Beispiel, ich habe jetzt Sense fertig und Hitzewelle. Ich frage mal meinen Kollegen, wie weit bist du? Okay, mein Kollege ist auch fertig, weil er hat den Schwarm dabei. Und jetzt aufgepasst. Wir können natürlich jetzt auch Hitzewelle zuerst, aber ich benutze jetzt einfach mal die Sense. Wir können jetzt mit der Sense 100 Schuss abfeuern. Wir können natürlich ihn auch jetzt töten, machen wir aber jetzt nicht, weil wir brauchen ihn ja noch, um zu zeigen, dass das bei ihm auch geklappt hat. So, Sense können wir benutzen. Jetzt können wir natürlich auch Granate werfen. Nein, sondern auf den Granatenwurf, wo wir jetzt draufdrücken auf L2 oder wiederum bei euch. Die Tastenkombination ist vielleicht bei euch anders. Drücken wir jetzt drauf und da kommt jetzt Hitzewelle. Hitzewelle, wie ihr schon sehen könnt. Und wir können immer noch schießen. Einfach noch richtig krass. Mein Kollege macht das jetzt auch mal vor. Er hat den Schwarm, schießt den Schwarm dort hinten hin. Und wie wir schon sehen können, schießt er immer noch und hat die Hitzewelle betätigt. Das heißt, zwei Spezialistenfähigkeiten in einem Spiel. Es ist einfach nur krass, Leute. Ich feiere es, mein Kollege feiert es und ich hoffe, ihr auch. Und wenn das der Fall ist, teilt dieses Video, liked dieses Video und kommentiert und erzählt das euren Kollegen, dass Hochname Wanderler dies einen Weg herausgefunden hat für euch da draußen, wo ihr sagen könnt, jetzt kann man richtig geil Spaß haben bei COD. Viel Spaß damit, BXTV. Er hat mir 1,5 Stunden geholfen hier bei diesem Video, bei den ganzen Einzelheiten, bei den ganzen Spezialisten ausprobiert. Also es hat wirklich 1,5 Stunden Zeit investiert, er und ich. Und deswegen lasst auf jeden Fall bei ihm auch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu seinem Kanal. Er würde sich total darüber freuen. Ich weiß nicht, wie viele Abos hast du jetzt? Er hat 32 Abos, er ist noch klein, deswegen unterstützt ihn mal. Wir sind eine sehr nette Community, eine aktive. Deswegen danke erstmal an dieser Stelle. Ich bin raus, bleibt gesund, haut rein. Tschüss und bis bald. Ciao.